Hallo und herzlich willkommen bei Bielmeier. Heute möchte ich Ihnen ein ganz besonderes Küchengerät vorstellen, unseren Bielmeier Heißluftofen. Der Aufbau des Gerätes ist super einfach. Sie setzen den Deckel auf die Glasschüssel, verbinden das Ganze mit dem Netzstecker und klappen den Sicherheitsgriff nach unten. Und schon ist unser Bielmeier Heißluftofen einsatzbereit. Es werden drei Aufsätze mitgeliefert. Ein hoher Aufsatz, ein flacher Aufsatz. Diese beiden nutzen Sie zum Schmoren, Braten, Backen, Auftauen und Erwärmen. Und ein Dämpfaufsatz, diesen nutzen Sie zum Beispiel zum Dämpfen von Gemüse. Weiter dabei ist unsere Vielzweckzange. Diese hilft Ihnen, unsere Aufsätze sicher in den Ofen einzusetzen bzw. sicher wieder aus dem Ofen zu entfernen. Ein weiteres sinnvolles Zubehör ist der Deckelhalter. Er sorgt für einen sicheren Halt des Deckels. Im Lieferumfang ebenfalls dabei ist der Erweiterungsring. Mit ihm erhöhen Sie den Garraum von 17 auf 26 cm. Vor der ersten Inbetriebnahme sollten Sie das Gerät reinigen, für 5 Minuten auf der höchsten Stufe laufen lassen und nach dem Abkühlen einfach mit einem feuchten Tuch auswischen. Und schon sind Sie startklar. Wir kommen jetzt zu unserem ersten Rezept, und zwar Fisch en papillote. Dafür haben wir die Zutaten hier schon mal alle aufgebaut und natürlich unsere beiden Forellen, um die geht es ja schließlich.